Ja, was ist denn da los? Sagt der DJ Nick. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr nochmal eingeschaltet habt hier zum Fazit, zum Abschluss der Manor Lords Serie. Jetzt hier mal fürs Erste. Und ja, ich habe jetzt lange mit mir gerungen, aber es tut mir wahnsinnig leid für alle die, die eingeschaltet haben oder ständig dabei waren. Ich konnte jetzt ja eine Woche leider nichts mehr online stellen und 26 Views oder Klicks in einer Woche sind unglücklicherweise ein bisschen zu wenig. So, grundsätzlich sollte man ja machen, wozu man Spaß hat, auf das man Spaß hat und das hat Spaß gemacht, so wollte ich sagen. Aber es ist... Natürlich ist die Zeit eines YouTubers, gerade ich, wo ja auch berufstätig bin, sehr kostbar. Und das ist halt einfach eine Zeit, die geht mir dann ein bisschen ab, um das in neue oder andere Projekte zu stecken. Und deshalb ist es leider unglücklicherweise ein bisschen zu wenig. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich finde, wir sind ja in einem Early Access Spiel. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass wir im Grunde genommen das Gameplay fast ausgeschöpft haben. Gibt jetzt noch die Möglichkeit, dass man so kleine eben so Truppen aufstellt und dann nur so kleine Scharmützel gegen Banditenlager und gegen Konkurrenten, um da die Länder zu erobern, um dann da wieder eine neue Stadt aufzubauen. Aber im Grunde haben wir gerade, was den Stadtbausektor betrifft, eigentlich das komplette Game fast ausgeschöpft. Gut, jetzt kann man nur dann noch Eisen und dann das und das. Ja, das führt natürlich schon ein bisschen weiter. Aber insgesamt haben wir einen wirklich sehr, sehr schönen und tollen Eindruck bekommen, was dieses Spiel alles kann. Und es soll dabei auch erstmal bleiben. Denn ich möchte auf alle Fälle, wenn die 1.0-Version mal rauskommt, nochmal von vorne starten. Das ist völlig klar. Wir sind jetzt erst bei der 0.7-Version. Das heißt, es wird noch einiges geben. Was dazu kommt, was einiges noch, es gibt ja auch einige Elemente noch gar nicht und wir können ja ganz kurz mal schnell reinschauen und noch ein kleines Fazit oder ein kleines Resümee ziehen. Also wenn wir hier zum Beispiel sehen, es sind ja hier viele Perks noch überhaupt gar nicht freigeschalten, die es hier gibt, die es in der Early Access Version noch gar nicht verfügbar sind. Einige Gesetze wurden noch überhaupt nicht implementiert und so weiter und so weiter. Also das Spiel ist halt toll, aber es ist eben noch nicht fertig. Jetzt, wenn man ein Resümee ziehen möchte, muss man aber sagen, für einen Early Access Titel war es wirklich ganz, ganz toll. Und man muss ein großes Lob aussprechen. Es war ja zuerst ein Entwickler, dann hat sich da ein kleines Team gebildet. Es ist eine tolle Grafik, es ist wahnsinnig entspannt und es macht wahnsinnig viel Spaß, den Leuten und den Siedlern ein bisschen zuzuschauen beim Rumwuseln, beim Aufbauen, beim Verkaufen auf den Markt gehen und so weiter. Und das macht schon wirklich viel Spaß. Aber es ist auch noch nicht rund. Auch das muss man ganz ehrlich gestehen. Es sind noch zu viele Dinge noch nicht so richtig klar herauskristallisiert. Es sind noch zu viele Dinge nicht richtig ausbalanciert. Auch das wird natürlich in Zukunft noch kommen. Es hat eine wahnsinnig tolle Grafik, um mal jetzt so Pro und Contra immer wieder rauf und runter zu setzen. Es hat eine wahnsinnig tolle Grafik, aber es gibt zum Beispiel eben keine Kollisionsauflage. Es glitscht immer wieder, die Leute laufen durch die Häuser, nützen keine Türen und so weiter. Ist natürlich ein bisschen schade. Und ansonsten aber ist es wirklich schon eine relativ runde Geschichte für einen Early Access Titel. Ich persönlich finde, und das ist jetzt so ein bisschen mein persönlicher Eindruck, es wird noch ein bisschen zu wenig erklärt, man wird noch ein bisschen zu wenig an der Hand genommen, aber dafür habe ich mich vielleicht auch insgesamt etwas zu wenig eingelesen. Man kann nämlich schon die Hilfe bemühen und sich da ein bisschen mehr einlesen. Ich habe es ein bisschen auf mich zukommen lassen, aber das mache ich eigentlich meistens bei Early Access Titel, weil es ja eben darum geht, ein Spiel mehr kennenzulernen und nicht bis zum Schluss und bis zum Erbrechen und so weiter. Also so eine richtig große Serie zu machen, finde ich, bei einem Early Access Titel ist nicht angebracht, weil das einfach das Spiel noch nicht fertig ist. Und man würde, finde ich, den Entwicklern auch nicht gerecht werden, wenn man dann eben eine große Serie daraus macht und dann rummäkelt, dass irgendwelche Dinge nicht gehen. Nein, es war jetzt mit diesen 10, 11 Folgen, die wir gemacht haben, eine ganz, ganz runde Geschichte und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nochmal erwähnt, es tut mir wahnsinnig leid für die, die wirklich eingeschaltet haben, die da Spaß dran gehabt haben. Ihr würdet natürlich mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr nicht euer Abo jetzt kündigt und sagt, okay, so ein Scheiß. Es gibt weiter tolles Programm auf Kanal 4000 und ich hoffe schon, dass ihr noch ein bisschen dabei bleibt und euch andere Projekte hier auf Kanal 4000 anschaut. Ich spiele mit dem Gedanken, Medieval Dynasty natürlich jetzt auch nochmal anzuwärmen, weil da die sind schon einen Schritt weiter und da wird es auch wahrscheinlich mehr Sinn machen, da jetzt mal weiterzuspielen.
Ja, das war ein kurzes Fazit, ein kurzer Abgesang, nur 5, 6 Minuten jetzt, um dem Ganzen wirklich ja, Tribut zu zollen. Normalerweise breche ich so eine Serie ab und mache nichts mehr. Aber ich finde, das hat dieses Spiel dann nicht verdient. Es hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Likes, wenn ihr sagt, hey, da will ich doch jetzt auch noch was dazu sagen. Finde es schade oder wie auch immer. Aber ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, dass wir uns jetzt einfach, dass mein Zeitfokus jetzt auch wieder auf andere Dinge und neue Projekte mich konzentriere. Es kommen natürlich bald wieder neue Sachen auf Kanal 4000. Es geht immer noch weiter. Es macht mir immer noch wahnsinnig viel Spaß, so einen Sender zu machen. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank fürs Einschalten, danke für die Likes und die Abos, die ihr immer mir gibt, und ich hoffe, ihr schaut bei anderen Programmen wieder rein, und ich hoffe natürlich, ihr bleibt Kanal 4000 treu. In diesem Sinne, bleibt gesund, euer DJ Nick, bis zum nächsten Mal. Servus, für's euch.